Emir Sulic und Rene Rapp bekommen es hier miteinander zu tun. Es geht um die Top 8. Beide hatten ja an Spieltag 7 zwei Matches verloren. Emir Sulic steht aktuell auf der 10 und Rene Rapp eben auf Rang 7. Und beide beginnen hier mit einer sehr, sehr schlechten Phase. Wir sind schon in der 9. Runde. Und jetzt kann der Pirat Rene Rapp Double Trouble beenden und holt sich hier das Break. Es steht schon 3:1 für Rene Rapp. Das Match nimmt jetzt schon langsam an Fahrt auf. 145 auf 36. Bis dahin waren es nur 12 Darts von Emir Sulic. Und Rene Rapp präsentiert in diesem Oberösterreich-Duell eine 82. So, 13 Darter-Möglichkeit jetzt für Sulic. 14 Darts. Ja! Da sieht man einfach wieder mal diese ganz große Klasse in der Radical Darts Thunder League und da freut sich Emir Sulic, Mr. Rock'n'Roll. Und Rene Rapp antwortet aber ganz stark mit einem 116er Check. Wir sehen das Ganze hier noch einmal in der Wiederholung. Und so hat er sich das 4:2 geholt. Jetzt die Chance zum Ausgleich für Sulic. Kann nicht genutzt werden. Und jetzt kann Rapp natürlich schon die halbe Miete machen. Wenn er die Doppel 3 trifft, und die trifft er auch. Gleich beim ersten Checkdart. Ein Leg noch zum Gewinn. Rapp zuletzt ja das Main Match gespielt gegen Pero Ljubic mit 6:2 verloren. Er muss nicht übers Innenbull, kann sich stellen. Sulic steht noch bei 180. Keine Checkmöglichkeit. Und Rapp hat noch die Doppel 16 offen. Das wäre nochmal ein Average von 94. Und somit holt sich Rene Rapp mit dem 6:3 den Sieg. Rapp steht jetzt auf Position 6, Emir Sulic auf der 8.